Hallo? Hallo? Was machst du mit dem Opa schon wieder? Ich weiß es nicht. Er scheint wohl wütend auf irgendjemanden zu sein. Auf jeden Fall hat er vorhin ein Messer gewetzt. Oh nee. Vielleicht hat er von deinen Affären erfahren. Aber ich muss doch irgendwie Geld verdienen. Schlachtschürze, Gummistiefel. Wahrscheinlich hat er schon Nebenbuhler ausgeschaltet. Ist der irgendwie böse mit dir? Der guckt gar nicht mal rüber. Ich glaube, er sieht, dass wir beschäftigt sind. Ah, okay. Es sind ein paar neue Autos gekommen. Ja. Meinst du das ganz kleine hier? Das kleine, ja. Das Faker. Weißt du, was das Lustige ist? Mhm. Das wird ein neues, ich weiß nicht, ob Daily-Fahrzeug, aber ein neues Fahrzeug für eine Frau. Stimmt. Ich habe irgendwo was in den Kommentaren gelesen. Auf Facebook war das, glaube ich. Du benutzt Facebook? Ab und zu mal, ja. Okay. Ist ja gruselig. Finde ich auch. Ja, auf jeden Fall ist der für eine Frau, aber den vergessen wir mal ganz schnell. Der ist nämlich erst nächstes Mal dran. Dann wechsle ich mal die Position. Ja, ansonsten, du musst das da noch zeigen. Der ist auch gekommen. Das da, genau. Ja, reicht schon. Heute geht es nämlich um das da. Jenes. Ach so, und da ist noch was gekommen. Genau. Das steht aber so weit weg. Blende ihn einfach ein. Ich blende ihn einfach ein, genau. Zum Sentry, das ist das Lustige. Der stand in der Auktion mit kaputtem Fahrwerk. Hinten links oder rechts, ich weiß jetzt nicht, ist der Balk gerissen. Hinten rechts. Der ist aber, war dadurch sehr, sehr günstig, muss man dazu sagen. Das Lustige ist aber, der steht so gut da, eigentlich sollte der zum Schlachten sein. Der steht aber jetzt so gut da, dass der Kunde gesagt hat, ach, ich glaube, den fahre ich doch. Dann werden wir uns jetzt um einen neuen Bike kümmern und dann kann sich der Kunde damit beschäftigen und freuen. Auf jeden Fall eine gute Wahl. Das Interessante ist, dass in dem Fahrzeug waren lauter Wettscheine. Blanko, ne? Ja. Also zum Ausfall, richtige Blöcke. Also richtig, ja. Und eine Tüte Spaß. Wir haben es weder geöffnet noch es ist sehr grobkörnig. Es ist wie Zucker. Also Crystal Meth sieht nicht so aus, glaube ich. Und ja, ich weiß nicht, du kannst ja mal eine Nase nehmen, mal gucken, was passiert. Bitte schön. I'm Captain Fucking Hero and I can feel my fucking face! Jetzt kann man unserem Kanal mittlerweile alles vorwerfen. Nee, Gewalt noch nicht. Noch nicht. Ui. So, das haben wir auch weg. Dann haben wir jetzt wirklich alles. Hallo. Das war ein Peugeot. Oh Gott, Baguette-Buben. Oh je. Sei nicht so frech. X7. Der da. Wir hatten eigentlich uns einen X7 angeguckt. Wo wir dann auf Bilder gewartet haben und wir haben auch ein Video bekommen vom Motorlauf. War ganz gut und auch unten drum sah recht schön aus, hatte aber sehr viel gelaufen. Um die 187.000 Kilometer, glaube ich. Und dann haben wir halt gefragt, wie sieht es aus mit dem Kompressionstest. Erst hieß es, also natürlich gegen Bezahlung, logisch. Es hieß dann, ja, kein Problem, machen wir fertig. Vertrag schicken wir schon mal zu. Könnte er dann bezahlen, wenn der Test da ist? Okay. So. Dann sah ich aber, der Wagen ist verkauft auf einmal. Dachte, hä? Wieso ist der verkauft? Da angerufen, gesagt, ja, da war jemand, der hat den direkt so genommen, ohne nach einem Test zu verlangen und hast nicht gesehen. Wir haben den Test aber schon bezahlt. Und dann habe ich gesagt, was ist jetzt mit dem Test? Ja, ich habe meinen Tester nicht gefunden. Deswegen konnte ich das nicht machen. Dachte, was ist das denn für eine komische Ausrede? Wie kann man denn einen Tester verlegen? Das kam mir dann ein bisschen spanisch vor, muss ich sagen. Und deswegen muss ich auch zusätzlich sagen, sowohl ich als auch der Kunde waren nachher ganz glücklich darüber, dass das doch nicht geklappt hat. Weil mit solchen komischen Aussagen, das hat immer einen bitteren Beigeschmack, finde ich. Absolut. Im Video lief der recht rund, keine Frage, aber ja, weiß nicht, war mir das nicht ganz koscher. So, also auf die Suche begeben, neu. Dann haben wir 3-4 Exemplare rausgesucht oder
besser gesagt, von denen, die wir rausgesucht haben, drei, vier interessante gehabt. Und jetzt ist es dieser hier von GTNet geworden. Ich würde sagen, ist ein guter Griff. Die Farbe ist wunderschön. Ja. Natürlich toll, dass heute die Sonne so schön scheint. Deswegen sieht man das leider nicht so schön. Aber die Farbe ist echt geil. Beim Fotos machen hatte die Sonne geschienen, da sieht man das dann ganz gut. Jo. Und ja, technisch läuft er auch einwandfrei, zieht gut durch. Der Sound ist recht interessant. Das stimmt. Es ist zwar eine HKS Silent High Power, die kennt man ja an sich, aber der klingt so anders. Kannst du mal gucken, ob du das in deinem Fritz-Porn irgendwie verwursten kannst. Ich versuche zu verwursten. Der freut sich. Ich glaube, er mag Deutsch. Wie gefühlt 90% aller Japaner. Hatten wir das Thema schon mal, dass man, wenn man Ausländer ist, also in unserem Fall auf jeden Fall so früh wie möglich einstreuen, dass man aus Deutschland kommt, weil dann wird man ganz anders behandelt? Ja, das hatten wir, glaube ich. Okay. Immer. Ja, auf jeden Fall X7. So wie alle anderen 800 X7 auf unserem Platz hier auch. Einblendungen wirst du wieder vornehmen, denke ich mal. Ja. Innenraum ist sehr sauber. Gibt es eigentlich nichts, es gibt an sich nichts zu bemängeln. Es ist sogar ein HKB-Buskit, also direkt TÜV-fähig, eintragbar. Also die Lenkradnarbe, nicht Narbe, sondern Narbe. Aber ansonsten, über die Felgen haben wir ein bisschen diskutiert. Schön sind sie, aber er findet die ohne diese Kappen schicker. Ich muss sagen, ich finde sie so ganz schön, wie sie sind. Dito. Ist halt auch immer eine Eintragungsfrage, da muss man mal schauen. Ja, Wingless ist ja auch immer so ein Streitthema, mir gefällt's. Ah, beim RX-7, der kann beides tragen. Mhm. Mit der Figur. Da hinten ist ein bisschen Lack ab. Nichts, was man nicht beheben könnte. Richtig. Wie gesagt, die Abgasanlage kennt man. Ich finde diese Schlaggasreflektoren, also entweder habe ich es schon vergessen, dass ich die mal gesehen habe, oder ich sehe sie zum ersten Mal. Das ist mir nicht so geläufig tatsächlich. Meistens sind die ja rot oder dunkel, also eingefärbt. Ja. Du guckst die ganze Zeit, ob du auf irgendwas wartest. Nö. Ich kontrolliere den Fokus. Ach so. Ja, gibt es noch irgendwas zu erwähnen? Also, bis auf die Farbe, sieht man ja leider nicht mehr so oft. Noch seltener ist halt gelb oder rot, wobei gelb am allerseltensten ist. Ich glaube, aktuell stehen nur 3 Stück drin, davon sind 2 lackiert oder so. Und wenn es wirklich ein Originalgelber ist, dann kann man den auch nicht bezahlen. Also kann man schon, wenn man das möchte, aber... Heute ist wieder Verkehr, ne? Komischerweise immer, wenn wir Videos machen. Oh Mann, wir fangen schon wieder an. Ach so, es gibt ja diesmal 2 Porns sogar, ne? In diesem Video. Ist das so? Ja, und zwar gibt es einmal auf Wunsch von 2JZ, 4G63, RB26, Impfstoff, Essigsocken, Bergpass, Wanke, Schweiz, oberes Garage, ein Video zum kleinen Dönerauto. Der möchte davon einen Carporn haben und du machst das auch. Ja. Weil du ein lieber Fritz bist. Nicht, weil ich ein Apfel bin? Nein, das war's ja letztes Mal. Heute bist du lieb. Ach so. Bis jetzt. Bis jetzt. Ja. Da das ja ein bisschen Arbeit in Anspruch nimmt, würde ich sagen, du machst dich jetzt schon gleich in die Spur. Seh. Ja, wir haben den X7. Zeigst ja wie immer so ein paar schöne Bilder. Das Video zeigt dir sowieso nochmal was. Sound ist dabei. Angeteasert fürs nächste Video haben wir den da, den kleinen Kollegen. Das ist aber auch ein Riesenvieh, ey. Das ist unglaublich, oder? Guck mal, ich meine, ich bin ja nur kein kleiner Mensch. Sowohl breit als auch hoch. Wenn ich jetzt da hinstelle. Ja. Das ist auch das Auto, wo ich am wenigsten Probleme mit Unterbodenfotos hatte. Warum? Ich weiß es nicht. Ja. Situation zur Verschiffung haben wir letztes Mal schon gesagt. Wir warten immer noch auf die Lieferung.
der Kontinskis. Und was mit dem Schiff ist, wissen wir leider auch nicht. Deshalb muss ich gleich mal nachhaken. Heute ist ja wieder Montag. Das heißt, nein, ich habe gesagt, wann wir das Video aufgenommen haben. Das heißt, ich muss wieder meine nervigen Telefonate führen. So nach dem Motto: Ich will was passieren. Aber es ist mir egal, wenn ich 800 Mal in der Woche da anrufen muss. Ich mache das so lange, bis sie sich selber sagen: Alter, die von so einem Garten sind so nervig, wir geben denen jetzt alles, was sie wollen. Ein ganzes gottverdammtes Schiff. Der hat coole Mucke. Tut er. Das wird richtig affig im Video sein, wenn man es überhaupt nicht hört. Aber gut. MDR Fukuoka. Nee, das sind immer die Bauarbeiter. Ach, ja, stimmt. Wir fangen schon wieder an abzuschweifen und den Schiss zu erzählen. Mach bitte jetzt das Carporn von dem Dönerauto. Das Lied gebe ich dir durch. Da habe ich schon was im Sinn. Dann machst du noch ein Porn vom X7. Willst du die direkt so hintereinander wegballern? Das ist irgendwie auch blöd, oder? Weiß ich nicht. Ja, müssen wir ja machen. Oder wir machen das anders. Ah ne, du machst das schon. Mit deinem Schneidgerät. Ich werde schon irgendwas bauen. Ich gehe da rein, da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wieder fleißig kommentieren. In letzter Zeit sind Kommentare echt gestiegen, ne? Es gibt wirklich viel mehr Kommentare und das freut mich immer. Es macht mir immer Spaß, die durchzulesen. Ja. Und meinen Senf dazu zu geben. Oder Fritz. Je nachdem, wer gefragt ist. Senf. Ja, bis zum nächsten Mal. Euer Döner-Team. Koluna elin adamını beni orta yerinden çaplatıyor Ağzımda sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor Biz böyle mi gördük babamızdan hele güne rezil oldu Yeni adet gelmiş eski köye bak dostlar mahvoldu Seni gidip ındık kıran yılanı deliğinden çıkaran So, genug Schabernack.